Herzlich willkommen zu der neuen Folge von der Freitagsfrage. Heute habe ich mir vorgenommen, eine Frage zu beantworten, die mir in den Handwerkskursen von den Männern immer wieder gestellt wird. Und zwar, wie stimuliere ich eine Gehfläche, einen G-Punkt richtig? Genau, das ist der erste Punkt schon. Also die meisten gehen immer vom G-Punkt aus und ich habe es jetzt direkt richtig gesagt, das ist eine Fläche. Das heißt, es geht nicht darum, dass du einen ganz konkreten, spezifischen Punkt oben hinterm Vaginaeingang und Schambeinknochen nach oben hin zwischen ungefähr, wenn oben zur Klitorisperle 12 Uhr ist, zwischen 10 und 2 Uhr fühlst du so eine geriffelte Fläche. Das ist die G-Fläche. Und es ist nicht so, dass du einen speziellen Punkt auf dieser Fläche finden musst. Aber nochmal ein Stück zurückgespult, da in dieser Frage stimulieren schwingt ja schon wieder eine starke Absicht mit. Ne? Also ich stimuliere diese G-Fläche und dann wird die Frau einen total tollen, schönen Orgasmus haben. Das ist was, das merkt die Frau. Also wenn du mit dieser Absicht reingehst, dann kriegt sie das mit und für viele Frauen ist das erstmal ein Stresspunkt, wo sie so meist Schwierigkeiten haben. Das heißt, was cool ist, wenn du entschließt, die G-Fläche zu berühren, nimm dir Zeit, nimm dir genug Zeit, bereite ihre Vagina, bereite ihre Vulva vor, zum Beispiel durch eine Intimmassage, gib diesem Frauenkörper genug Zeit, dass sie wirklich in ihre Lust kommt, dass die Schwellkörper anschwellen, dass eben auch die G-Fläche anschwillt. Und dann kannst du, wenn sie dazu Lust hat, wenn du dazu Lust hast, eben anfangen, diese Fläche fokussiert zu berühren. Ich würde auch erstmal berühren, also vielleicht einzelne Punkte berühren, halten, dass sie sich da reinfühlen kann, bevor du in eventuell schnellere oder wildere Berührungen übergehst. Eine Art, diese Fläche zu berühren, die oft gelehrt wird, ist dieser Come-Hither-Finger, also dieser Hexenfinger, dass du von hinten, von der Innenseite der Vagina nach vorne streichst, zum Schambeinknochen hin. Und das eben in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Eine zweite Bewegung, die du machen kannst, ist, dass du mit einem oder zwei Fingern von ungefähr 10 bis 2 Uhr den Innenknochen vom Schambeinknochen langfährst. Und du wirst fühlen, diese G-Fläche fühlt sich an wie so ein Hügel. Und du gehst dann quasi von einer Talsenke über einen Hügel zu der anderen Seite. Wenn du diese Bewegung relativ schnell machst und seid ihr darüber bewusst, dass das oft direkt von vorne aus nicht geht, sondern zum Teil leichter, wenn du seitlich neben der Frau sitzt. So, wenn du diese Berührung schnell machst, dann ist es was, wo einfach in ihr, wo sich das sehr intensiv anfühlen kann. Ob sie das jetzt als lustvoll empfindet, sei erstmal dahingestellt. Für viele Frauen ist es überhaupt nicht, ist eine G-Flächenstimulation erstmal nichts, was sie so gewöhnt sind. Und dann kommt einfach ganz oft das Gefühl von, oh, ich muss jetzt pinkeln. Und da kommen wir auch zu einem wichtigen Punkt, nämlich, wie viel Vertrauen hat die Frau, wie gut kennt sie ihren eigenen Körper und wie viel Vertrauen hat sie mit dir? Und ich hatte mal ein Date mit jemandem, der behauptet hat, dass er der Guru des Squirtings, weiblicher Ejakulation und G-Flächenstimulation wäre. Und da ist bei mir gar nichts gegangen, einfach weil ich mich mit diesem Menschen nicht wohlgefühlt habe, weil das für mich total ungewohnt war und ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt hier loslasse, dann pinkele ich dem sein Bett voll. Und das ist einfach auch was, glaube ich, was du berücksichtigen solltest, einfach wie ist euer Kontakt? Vertraut sie dir? Fühlt sie sich wohl? Und da auch wieder dieses Wort stimulieren vielleicht rauszunehmen und einfach zu sagen, hey, ich massiere jetzt mal deine G-Fläche und wir gucken, was passiert. Und wenn du das Gefühl hast, dass du pinkeln musst, guck mal hier, ich habe diesen Riesenberg an Handtüchern und es ist total in Ordnung, probier dich da einfach aus. So, und das ist einfach auch noch ein wichtiger Aspekt. Genau, ansonsten, es gibt da total viel zu sagen und ich gehe da in den Kursen näher drauf ein. Es gibt auch echt super viel hilfreiches Material, was ihr so im Internet dazu findet, in Videos. Und aber erstmal das, also wie stimulierst du richtig als Anregung, als Inspiration. Ich freue mich auf eure Freitagsfragen, die ihr mir gerne stellen könnt und bis zum nächsten Mal.